Das gefällt mir nicht, Dako, wie du das da gesetzt hast. Hä? Oh, das musste jetzt einfach mal sein. Das hat er wegen der Aufnahme gemacht. Genau. Damit er im Titel richtig fett, das gefällt mir nicht, Dako, schreiben kann. Heya. Das Blödeste ist leider eigentlich immer, wenn ich mich mit Ike aufrege, kriegt das Video die besten Views. Das ist leider so. Du, wo wir uns bei Star Wars so, wie soll ich sagen, rumdiskutiert haben wegen irgendwas, die Folge ist doch so. Heftige Diskussion mit Dako. Viele Aufrufe? Die kommt erst in 100 Jahren. Hab ich noch nicht hochgeladen. Aber zwei Folgen hast du schon hochgeladen von Star Wars. Ja, die kommen ja. Ja, es ist jetzt doof, wenn ich das hier in der Aufnahme sage, weil. Die Aufnahme selbst kommt erst. Ja, auch erst irgendwann kommt. Ja, nee, die kommt nach einem anderen Let's Play, aber. Ich lade bisher nur alle drei Tage eine Star Wars Folge hoch, weil ich eben doch was am Laufen hab an Projekten. Bin ich auch froh drüber, sonst schaffe ich es gar nicht, die alle zusammenzuschneiden. Hä, du machst auch Videos über Star Wars? Nö, ich schneide Ikes Videos zusammen. Ach so. Ach, deswegen sind die so hot und schlecht. Nein. Nee, seine Videos schneidet er, aber ich schneide seine Videos nochmal zusammen. Hä? Er macht ein Best-of. Ach so. Ach, deswegen sind die Best-ofs so beschissen. Welche denn? Es gab keine. Die haben Wasser, das passt alles. Also Dako wäre in Minecraft 3, glaube ich, der Botania und Agrocraft-Typ. Nee. Doch. Nur weil ich hier jetzt Essen koche? Nee. Ja. Auch in jedem RP-Spiel würde ich niemals Koch sein wollen. Außer es gibt genug Vorrichtungen, die verhindern, dass jemand sich selbst Essen holt. Hä? Wer hat jetzt Schaden bekommen? Ich. Nico. Haha. Leid dieses Ha ha. Nee, ist ja gerade jemand reingekommen? Achso, nee, oh Gott. Alter, ich dachte. Alter, ich bin übrigens übersteuert, sehe ich gerade. Ich bin so manchmal im roten Bereich, Alter. Oh, nochmal 15 Metall. Oh, geil. Oh, 15 Metallerz. Die kleinen Inseln lohnen sich viel mehr als die großen, was jetzt Metall und alles angeht. Ja, die großen Inseln sind meist Tier- und Story-Inseln. Ja, aber ich glaube, die Tierinseln gehören auch leicht zur Story, ne? Ja, die Tierinseln gehören ja zur Story, habe ich doch gerade gesagt. Ne, weil du Tier- und Story-Inseln. Ja, ich unterscheide zwischen Tier- und Story-Inseln. Zum Beispiel Story-Inseln sind für mich auch die Yacht-Insel zum Beispiel. Ja, ja, klar. Warum Tier- und Story-Inseln? Weil nicht auf jeder. Hier bei den Schmelzöfen sind jetzt zwei Kisten. Eine für das Rohzeug, das Unverarbeitete, und einmal fürs Verarbeitete. Für was? Wie wo? Komm einfach runter und guck's dir an. Ach so, okay, ja. I need wood. Ja, wir können sowieso, glaube ich, weiter, oder? Haben wir alles von der Insel? Keine Ahnung, ich war nicht drauf, ich war auch nicht im Wasser, also. Ich auch nicht. Ich guck nochmal, ob hier irgendwas Wichtiges ist. Oh, wenn der Heinrich sich abfacken würde.
Boah, ich hab schon wieder Hunger, ernsthaft, leck mich am Arsch, nö. Nö, jetzt gibt's hier nichts zu essen, kannst du vergessen. Ich mach mir nochmal den Hunger. Geiler, süßer Hai. Ja, der Hai ist tot. Oh, Halleluja. Ich aber auch fast. Nein, dann nutzt die Zeit, loot ihn noch taucht, bevor der nächste wiederkommt. Naja, also hier ist noch Eisen. Oh Mann, ich höre das schon wieder. Löwe, verpisse dich. Also wenn ich hier weiter immer auffüllen muss, dann baue ich das Wasserding ab. Dann trinkt man nur noch Salzwasser. So, ich brauche, was brauche ich denn? 4 Holz. Wir haben kein Holz. Warum? Weil wir kein Holz haben. Hier, das liegt hinter dir. Ist sehr schön. Und 1, 2, 3 davon, das da herstellen. So. Scheiße, ein Stück zur Seite. Jetzt habe ich Hunger und Durst, ey, leck mich am Arsch. Ich bin aber gerade beschäftigt. Hat eigentlich jemand herausgefunden, wie dieser Netzwerfer funktioniert? Nö. Ja, viele sagen, ich glaube, wir brauchen einfach dieses Schießpulver dafür. Um hier dieses Ding. Und wo kriegen wir das Schießpulver her? Ich bin tot. Keine Ahnung, wie ich bin gestorben. Wo bist du denn? Im Wasser. Seitlich von der Insel. Also, wenn du rechte Seite der Insel oder? Rechts. Ich schau mal. Nico, das Steuerrad. Ah, da bist du. Du bist wahrscheinlich ersoffen. Was, wie, wo? Das brauchen wir erstmal noch nicht. Nee, aber warum steht denn der Enesprengler so beschissen, ne? Keine Ahnung, das wusstest du, Alter. Weil der passt da nicht hin, komischerweise. Weil, wenn ich ihn eine Sache weiter rechts stelle, dann begießt er das linke Feld, also das, worauf ich hier gerade stehe, nicht mehr. Ja, nee, aber das soll doch so wie bei, wenn das so wie bei hier ist, dann. Da stimmen ja die Abstände nicht. Kann's gerne rumprobieren, aber irgendwie. Hä? Das nicht. Ne, weil das Feld hier nicht richtig dran steht. Das steht ja krumm und schief. Das muss ich, also. Ja, dann müssen wir warten, bis das hier fertig ist. Dann müssen wir das nochmal wegmachen, Darko. Welches? Das mittlere? Nee, das hier. Von mir aus können wir. Okay. Und er hat das mittlere auch. Das hat auch zu viel Abstand. Leute, von mir aus können wir. Und wo war denn jetzt das? Hä? Ich hab doch. Ah, oh, okay. Ja gut, wer hat das Paddel? Oder wer hat generell ein Paddel? Ich nicht. Nico, hast du ein Paddel? Nein. Dann müssen wir vor der Abfahrt dir erstmal eins bauen. Ach Nico, was ich fragen wollte. Das Steuerrad muss aber nicht auf Höhe der Wasserräder hier sein, oder? Nee. Gut. Ich nicht. Ich meine, man könnte das auch höher bauen. Aber dann, aber darunter darf nichts sein. Weil. Das wird. Ja, wir müssen es dann testen. Das wird knapp. Weil, irgendwie musst du damit ja auch steuern, weißt du? Ja, dann müssen wir dann testen. Ike, das eine Feld ist schon mal frei. Ich sollte mal anfangen zu sprinten hier. Der Hai ist übrigens wieder da. Ja. Ja. Was ist jetzt kaputt gegangen? Nix. Ja, ich bin gerade dabei, ein Ding zu bauen. Hä, was fehlt dir denn an Rohstoff?
Holz. Ich habe gerade Holz besorgt. Also. So, das müsste jetzt sogar schon so ausreichen. So, Paddel ist hergestellt. Anker lichten könnt ihr schon mal. Ab. So, Darkov. Fertig. Sicher, dass der alles begießt? Ja, ansonsten müssen wir das hier noch ein Stück. Ne, das warte, ich teste das, oder? Ja, mach. Lup. Ja, gut. Deswegen, das hatte ich eben dann, auch. Warte, dann machen wir das anders. Eik, du Vollidiot. Was denn? Nein, nix. Alles gut, alles gut. Wieso willst du rückwärts paddeln, Nico? Paddeln wir rückwärts? Hoppla, da muss es umstellen. Ja, eins vorwärts, eins rückwärts, dann drehen wir uns. Achso, ja, warte mal, Richtung ändern. Dann müssen wir jetzt richtig herum, oder? Ja, jetzt sind wir schneller. Oh, hoppla. Ich habe einen. Zu viel im Inventar. Den Heilkopf, den brauchen wir eigentlich nicht. Ich werf den mal weg. Lass ihn doch in der Kiste. Was? Ja. Nee, weil ich den im Inventar hatte, deswegen. Ach so. Deswegen hatte ich den jetzt gerade weg. Nein, deine Vogelscheuche ist kaputt hier, also die kann man erstmal wegmachen. Hier stehen aber zwei, stehen da hinten noch, da steht auch noch einer. Wieso nimmt er immer das? Egal. Sowieso eine Sache zu den Nestern. Ich glaube, die Nester benötigen einen gewissen Abstand zu Beeten. Weshalb, als ich sie hochgelagert haben, als wir sie verschoben haben, sind ja die Möwen nicht mehr an die Nester gegangen, sondern nur noch an die Beete. Und ihr könnt gerne ein bisschen mehr fressen. Dort halt tatsächlich so ein Ding hinsetzen. Aber das Lenkrad könnte ich schon bauen. Hast du die Ressourcen dazu? Ich habe alle Ressourcen. Ich brauche nur das Buch von dir. Ja, mach. Hau raus. Und jetzt gebaut. Ich brauch Holz. Müsste hinten vielleicht in den Netzen wieder was sein. Wir fahren ja gerade wieder. Mhm. Naja, nicht gerade wirklich viel. Ich probiere mal gerade kurz das aus. Ich hab halt auch nicht. Ah, das Boot ist zu schnell! Ja, triffst du jetzt Ike oder kommst du rauf? Oh, hui! Ja, es funktioniert. Okay, wir können es von hier oben drehen, Ike. Schau mal. Warte. Ab hier oben können wir es dann so drehen. Dann bau das aber direkt hier vorne dran. Geht nicht wegen dem Dingens hier. Fehlt dir das schon da, Ficke? Achso, du baust da gerade. Ja, damit die Felder hier gut passen. Was hab ich denn hier oben? So einen komischen Zaun, ne? Ja. Ich brauch schon wieder Holz, leck mich fett, ey. Also, okay. In 800 Metern müsste die nächste große Insel kommen. Bis dahin wäre es vielleicht schön, wenn wir einen Netzwerfer haben. Das funktioniert, Nico. Was braucht man denn dafür? Immer, da, ich glaube, ja, dafür, der Schwarzpulver, ja, Entschuldigung. Ich glaube, dafür müssen wir nämlich auf die nächste ganz, ganz große Insel, also auf die nächste Story. Hä, wer hat denn hier Holz weggeschmissen? Was, Livo, hä? Hier liegen Haufen, Dinger mit einzelnen Holzplanken.
Ja, die Pakete, wenn man es aus dem Inventar schmeißt. Das ist Nico, wenn er einzelne meint. Nein. Warum sollte ich Holz wegwerfen? Hab ich nicht. Weil mein Inventar ist komplett, kann Holz mitnehmen. Kann sein, dass das da schon länger liegt. Wollen wir mal zur nächsten großen Insel segeln? Wie gesagt, Nico, wir fahren doch gerade genau. Was wollen wir fahren? Ich meine zur nächsten Story-Insel. Die nächste Story-Insel ist hinter uns, was bedeutet, die kannst du dir abschminken. Und die nächste große Insel ist... Guck doch, wir haben doch Motoren und so ein Ding hier. Ja, aber gegen den Strom kriegen wir es immer noch nicht auf die Reihe, Nico. Kapierst doch, da wird nichts funktionieren. Wir haben zwei Motoren, das schaffen. Außer, wo ist denn die mit den Motoren kannst du aber auch rückwärts fahren. Ja, ich weiß, dass man es kann, aber der ist 1800 irgendwas. Ich weiß ja nicht, was die Maßeinheit weg. Und das dauerhaft. Warum dreh ich? Warte. Nico, hör auf zu drehen. Wir fahren da nicht hin. Guck doch, das dreht doch. Es geht ohne Probleme. Das ist scheiße. Ja, aber da war er. Da 600 Meter entfernt ist eine richtige Insel, Nico. Darum. Okay. Vor allem, wenn man gerade am Bauen ist. Ich drehe mich schon wieder. Ja, weil er jetzt wieder zu der Insel zurückdreht. Ich würde auch gerne irgendwann mal was bauen wollen. Es sind ja nur deine Felder. So, ich hab Durst. Ah, ist das schön. Was ist denn, wenn wir... Ey, das will ich jetzt testen. Was denn? Wenn wir den Sprengler hier in die Ecke bauen... Und daneben die... Och, den kannst du nicht so... Doch, den kannst du mit R drehen. Ja, aber nicht so, wie ich das gerne hätte. Du meinst so quer? Ja. Ja, das geht leider nicht. Jetzt ist halt die Frage, ob das, was ich daneben platziere, gesprengt wird. Probier's aus. Mehr können wir dazu nicht sagen. In Sichtfeld müsste gleich die nächste große Insel kommen. Die müsste vor uns sein. Also einfach mal ein bisschen schauen. Darko, was meinst du? Wird das daneben? Du bist halt für die Felder verantwortlich. Ich glaube nicht, dass... Also die beiden, ja, der hier bezweifle ich. Aber probier's aus. Ja, ich will da jetzt nicht anpflanzen, weil sonst muss ich wieder ewig warten, bis es weg ist. Gewachsen ist. Nee, hier, warte mal, ich hab ja noch genug Beete, dann pflanzen wir einen an, einen müsst ihr ja begießen und den kannst du abreißen. Benötigt Wasser, wow. Geht auf Salzwasser, Alk, nimm einfach Salzwasser. Ich habe süßes Wasser. Oder so. Und wie schalte ich das Ding an? Batterie draufsetzen. Und dann ist er immer aktiv, dauerhaft an. Und alles, was in seiner Reichweite ist, begießt er. Na, kommst du mal... Insel. Bevor wir die vergessen, die ist vor uns gerade. Ja, Adler, wir müssen ein Stück zur Seite. Jo. Wer hat das Paddel? Jo. Achso, wir haben das ja... Stimmt. Ja. Ein Stück. Oh Gott, ja. Ey. Warte. Soll ich das machen? Warte, ich muss es auch können. Ja, gut, okay. Es ist ja fast wie bei Sea of Thieves. Ja? Ja, so. Hat er das jetzt... Motoren ausmachen. Oder? Nee, noch nicht. Jetzt.
Sag wegen Anker Bescheid. Anker. Ach, nein! Wir sind noch viel zu weit weg. So, hab ich nochmal gelichtet. Hä, ich hab Wasser drin, ich hab Batterie drauf gemacht. Ja, dann ist es nicht in der Reichweite eigentlich. Nee, der hat gar nichts gewässert, nicht mal das hintere Feld. Ja, hast du da was angepflanzt? Hier hinten in dem letzten Feld an der Antenne, Darko. Nicht mal das wässert der. Das ist gar nicht gewässert hier. Ja, das ist auch wahrscheinlich schon zu weit weg. Der ist ja nicht wirklich. Da hast du den Anker wieder gelichtet. Pflanze wässern, da passiert gar nichts, Darko. Die Batterie ist alle. Ja. Yep. Nimm mal die andere Batterie. Kann man die irgendwie aufladen? Pflanze. Doch, der macht's! Du Arschlochvieh! Was war das denn jetzt? Ja, dreimal darfst du raten. Ich hab einen Stein auf den Kopf gekriegt. Ach so. Aber Darko, aufladen. Es funktioniert. Also, was ist denn hier drin? Wo ist denn? So, also, weiter an die Insel kommen wir nicht. Wie hast du uns bitte hier gegen navigiert? Ja, ich hab versucht mit dem Dingens nach da. Darko, was ist denn hier in dem Feld drin? Überall bisher rote Beete. Okay, ich hab noch 4 rote Beete im Dings, dann kann ich das hier mal ganz kurz. Ich will ja nicht überall rote Beete anpflanzen. Ja, nee, aber weil ich will das hier zur Seite haben, dass das schön aussieht. Okay. Und wenn die da kommen Kartoffeln dann noch rein. Pass auf, wenn die Felder hier fertig sind, ja. Okay, fertig, hat sich erledigt. Ich will das dann wie da drüben dann bauen. Verstehst du, wie ich es meine? Ja. Yep. Und dann passt das alles soweit erst einmal. Da Stein dabei. Alt, wie lange geht deine Folge noch? Die geht gerade 5 Minuten. Dann wird das die letzte sein für heute. Ja. Warum? Dann wollen wir uns da die Insel fürs nächste Mal aufheben, für die nächste Folge. Du kannst gerne schon aufgehen, ist ja nichts Neues eigentlich. Weil wenn wir jetzt bei 5 Minuten ist, können wir auf die Insel gehen. Was sollen wir denn in 5 Minuten machen? Autsch, das Vieh töten, was mir Steine auf den Kopf haut. Ich brauche Holz. Darko, hast du Holz? 2 Stück? Oder mehr? Viel mehr. Ich hab 4. Nico, kleiner Tipp, I drücken und den Stapel mit der Maus rausziehen. Ja, chill. So. Dürfen wir schon auf die Insel? Darko? Ich bin gerade beschäftigt. Wo ist das Viech? Immer auf mich achten. Ja. Ich bin gleich tot. Naja, so. Warte noch 10 Minuten, Nico, dann können wir zusammen gehen. Wir sind halt so eine bescheuerte Stelle von der Insel her. Wir könnten ein bisschen drumrum segeln. Weil es ist blöd, wenn der über uns die Steine holt, dann kann ich über uns auch nicht auf ihn schießen, gut. Ja, warte. Bei deinem Sturzflug dann. Oh. Wieder mitten am Bauen. Ach, Darko, ich hau dir jetzt erstmal alles hier kurz in die Kiste rein, oder, was ich aus den Feldern gekriegt hab. Einer muss doch gerade kurz die beiden Motoren anmachen. Damit wir uns nach vorne bewegen und nicht nach hinten. Wie mache ich die an? Hinten. Ist dran. Angeschaltet, ja. Einer ist an, warte, nee, komm. Zweiter, beide an. So, und. Gut. Sag Bescheid, wenn ich sie wieder ausmachen soll. Jo, Moment. Chill. Ich sag's nur. Fahr um das kleine Knubbelding rum und dann direkt in die Bucht rein. Okay. Das wäre halt die ideale Lösung. So. Boah, ich muss hier echt warten, bis das Boot steht. Weil du dich dauerhaft drehst, oder?
Wer, der bewässert das? Perfekt. Boah, nice. Na, hier, ja, noch. Ike darf sich auf die Schulter klopfen. Alter, die Insel ist geil. Machen wir einen Rückwärtsgang oder gehen wir einfach gleich im Rückwärtsgang raus? Wir gehen direkt im Rückwärtsgang dann raus. Ja. Okay. Jetzt nochmal ein bisschen schärfer drehen. Ich versuche hier was abzuholzen. Das ist nicht leicht, wenn Nico navigiert. Gut, ausmachen! Ja, Anker ist geworfen. Sind beide aus. Nice. Perfekt. Jetzt kann ich die Felder endlich platzieren. Auf die Insel würde ich mich doch wohlfühlen, ey. Frisst du ernsthaft gerade Pilze? Nö. Nico, du hast hier eine ganze scheiß Essenskiste voll. So, die Felder da oben stehen jetzt auch wieder. Oh, da hast du die ganzen Drohnen weggemacht. Wollen wir? Die waren aber schon erntefähig, die habe ich oben reingemacht. Okay. Und da kam, auch ich habe noch Kartoffeln im Gepäck, siehst du? Sehe ich jetzt zuerst. Ich höre wenigstens kein Bombardement. Noch nicht. Wart's ab. Ich sehe aber schon ein. Aber wie easy das jetzt ist zu navigieren, ey. Mir fehlt eine Batterie. Die hattest du doch vorhin im Gepäck. Ja, weil die leer war. Ja. Ich dachte, du hättest eine neue gebaut. Naja, ich weiß doch gar nicht, wie man die baut. Also ist Nico wieder. Nee, ich war da gar nicht dran. Nee, wegen Bauen. Ach so. Ja, warte, ich muss ja gerade kurz von mir per Knopfdruck Licht anmachen, weil es mir schon ein bisschen dunkel ist. Batterie, Kunststoff, Schrott und Kupfer haben wir alles. Weißt du auch, wie man eine Batterie wieder auflädt? Nein, das geht, glaube ich, im Moment nicht. Okay, ich hab den Lehrer einfach in irgendeine Kiste getan. Vielleicht kann man später machen. Ja, vielleicht. Aber auch mal ganz ehrlich, mir gefällt das Boot gerade irgendwie so, wie es ist. Ja, warum nicht? Wir haben eine Kochnische. Hier vorne ist das ganze Grünzeug. Oben unten Bäume. Ganz oben können wir sogar noch eine Hängematte hinbauen. Ja, apropos ganz oben, wir müssen ja noch eine vierte haben, Ike, wegen dem Nest, weil das ja noch eine Etage weiter weg von den Feldern müsste. Ja. Wenn du irgendwann wieder genug Bauholz hast. Ja, doch, das. Dann entferne ich die hier erst einmal. Da weiß ich ungefähr auch schon, wie ich das mache. Haben wir noch Eisen für eine Axt? Ja, sicher doch. Meines. Aber warte, Moment, ich. Ja. Warte. Wie viel brauchst du? Wie viel Eisen? Ich dachte, mir baut die einer. Muss ich die nicht machen? Ja, kann ich machen. Ike wird faul mittlerweile. Ey, komm, ich hab das ganze Boot gebaut. Außer vier Dinger davon. Ich brauch noch drei Holz. Ist er da in der mittleren Kiste? Sind 7 Stück. Jetzt brauch ich nur noch 2. Aua. So. Mittlere Kiste. Ja. Danke! Bitte. So, Darko, kommst du mit auf die Insel? Soll ich? Warum soll ich? Mir ist es egal, du kannst dich auch um den Adler kümmern. Ja, ist der schon wieder bei uns? Ich höre nur eine Möwe bei uns. Ja, ich auch. Na, ja. Dann würde ich mit Nico gehen jetzt. Klar. Okay. Passt halt nur auf, nicht, dass ihr weggebombt werdet. Warte, okay, du schon mal vor, ich hole mir gerade nochmal kurz was. Ich gehe auf die andere Seite der Insel, ich sehe schon wieder eine Wildsau und nee. Hä, wieso zwei Wildsauen hab ich schon geklatscht? Hast du schon eine?
Ich hab auch schon eine geklatscht, natürlich. Ja, kurz, wir sind ja dann nicht so wild. Marco, hast du noch eine Holzplanke für mich? Nope. Ah, warte, nein. Ich hab kaum welche. Vor mir ist eine Insel voller Bäume und ich frag Darko, ob er für mich hat. Ja, gut. Ja. Das Einzige, was ihr euch in Übermaß geben kann zurzeit, ist Essen. Und Federn. Na gut, mit Federn habe ich ja wenig am Hut. Okay. Hier ist wieder Erde in der Höhle. In dem Punkt bitte ich sowieso. Ich höre sag das. Mir bitte, dass du. Ja, ich sehe schon viel. Nico, sag mir bitte, dass du keine Metallpfeile gebaut hast. Nein. Ernsthaftes Nein oder? Ich habe mir nur 6 Stücke geholt, also nur 2. 2-mal gebaut. Ja, dann lass es lieber, weil die kosten dann doch schon ein bisschen viel. Hä, nein, die sind total billig eigentlich. 3 Planken, 1 Metallbahn und 6 Federn. Da fängt ja schon an, so viel Metall haben wir nicht. Hä, doch klar, wir haben doch einen Metallbarren für 6 Pfeile. Ja, aber für 6 Pfeile, weißt du, wie viel man braucht für allein für diesen scheiß Greifvogel 30 bis 40 Pfeile. Und dann ist es schon mal ordentlich. ordentliche Metallverschwendung. Das meine ich einfach nur. Ja, und wie willst du das denn sonst vom Himmel holen? Mit Steinpfeilen? Ja, die absolut billig sind. Ja, und? Wir haben 50, wir haben 180 Steine. Muss halt einfach nur die Relation zu den anderen Sachen sehen. Boah, jetzt hat mein fetter Affe wieder Durst, ey. Kiste. Oh, 3 Hello. Bolzen. Geil. Ah, jetzt kann ich auch nicht mehr sprinten, ey. Ich krieg das Kotzen. Oh. Arsch auf 4 hat mich abgeschossen. Ja, mich nicht. Ich habe übrigens eine rote Beere, ich esse sie mal. Ach, keine Reaktion, mal schade. Ich habe selber 2 rote Beeren. Nee, aber von so, ja, ich hab nicht gerade wirklich zugehört. Außerdem weißt du ja meine Antwort, dass du sie besser nicht oder bitte nicht isst. Ach du Vollidiot, iss sie doch nicht. Nee, und ganz ehrlich, ich kann nicht auf dich sauer sein, wenn du vorher nicht wusstest, dass du sie nicht essen solltest. Aber wir hatten es wirklich so 10 Minuten ungefähr vorher dir gesagt. Ja. Dass du die abgeben sollst. Darum. Außerdem, ich war ja nicht der Einzige, der so ausgerastet ist. Eigentlich auch. Ja, ich hab den Papa raushängen lassen. Ausgerastet bin ich da noch nicht. Ja gut, für deine Ausrastverhältnisse, ja, stimmt. Da war das so auf Level 1. Wer jetzt hier Wasser schon wieder nicht nachgefüllt? Bin gerade dabei, mir den ganzen Zerwächs zu holen. Aber der Hai fuckt uns nicht mehr ab. Weil du auch nicht gerade tauchen bist.